Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro 2. In der letzten Folge haben wir nochmal ganz kurz unsere Kletterfähigkeit genutzt, um die übrigen Edelsteine im Herbstwald zu finderlin und befinden uns jetzt hier in einem weiteren Fluglevel. Die Täubchen, sie müssen penetriert werden. Danach die Bungee-Spastis, die Tore und die Schilder-Heinis. Da haben wir in der letzten Folge schon so unsere schöne schnagelige, gute Rude gemacht. Nur, sie muss natürlich optimiert werden. Man muss schauen, wie die Bungee-Spacken verkehren. So, hier jetzt. Shit. Wo ist der Letzte gewesen? Oh Gott, ist das dein fucking... Ja, sehr gut. Ich werde es jetzt einfach mal riskieren, weil es ja schon jetzt eine Weile her ist, dass wir so einen guten Versuch hatten. Werde jetzt hier rüber sprinten. Und ja, mich scheinbar erstmal... Da habe ich auch das eine oder andere Schild übersehen, ne? Da aber die Schilder und die Tore sehr nah beieinander sind, ist das, denke ich mal, verkraftbar. Was wiederum nicht verkraftbar ist, ist, dass ich den da tatsächlich nicht mitgenommen habe. Das sind halt stellenweise einfach diese, das ist einfach die Problematik, dass manche Gegner so nah beieinander sind oder dass da dann teilweise so eine heftige, enge Kurve kommt, dass du die dann nicht mitnimmst. Ja, ferner von dem haben wir hier, da bin ich mir nicht sicher, ob man das hier überhaupt ordentlich... Ja doch, ich halte mal die Klappe, ne? Da, man hört da nämlich einen schönen Spyro 1 Remix im Hintergrund. Genießt. Sehr, sehr feiny. Habe ich gerade gemerkt, als ich die Folge gewechselt habe. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, aber ja, dann jetzt halt in der guten Stille. So, jetzt haben wir hier definitiv... Ja, aber der war da, seht ihr, wenn der Spyro erstmal runterfällt, schade. Da hätten wir jetzt potenziell 2-3 Sekunden mehr haben können, aber leider Gottes haben wir die wieder verloren. Aber es bringt ja auch, wie gesagt, nichts, wenn wir hier... Deswegen möchte ich auch erstmal die Schilder machen, weil wenn wir dann hier den einen da nicht mitnehmen, da beispielsweise, herzlichen Glückwunsch, Holocaust. Ja, weil ja auch, ja, 180 Grad vielleicht im Flug, wäre das irgendwie möglich so. Okay, ja, jetzt noch die Tore. Wenn ich Pech habe, mache ich die jetzt falsch rum und das letzte Tor war hinter mir. Aber es ist ja eigentlich meist so Kreisverkehrs-Style-mäßig aufgebaut, dass ich... Warte mal, wo ist denn... Ja, seht ihr? Und dann... Ja. Also sollte man vielleicht doch zuerst die Tore machen. Schade, ey. Ja, aber dieser eine Spacken da. Wobei, ich glaube, das war jetzt ein anderer, aber egal. Es ist dann... Egal, welcher das jetzt war. Das sind manchmal diese dämlichen Ecken da, wie gesagt. Schade, ich habe die... Ja, und vor allem bei den Bungee-Spastis, glaube ich, da habe ich ja... Oder war das jetzt ein anderer Versuch, dass ich da auch 2-3 Sekunden verloren habe? So, das war super. Jetzt hoffe ich, wie gesagt, dass ich da keinen vergessen habe. Hinter mir vielleicht potenziell. Da ist einer. Ich glaube jetzt, ich habe hinter mir einen vergessen. Hier, genau. Ja. Naja, aber... Trotzdem... 1-2 Sekunden haben wir jetzt wieder gut gemacht. Normalerweise sind wir ja hier bei 25 und dann, ja, werde ich jetzt hier erstmal die fucking Tore machen. Ja, aber wo ist das nächste Tor? Da hinten irgendwo, gut. Und damit meine ich, dass es nicht gut ist. Und nein, Spyro, nein, jetzt nicht anhalten hier. Was steht da eigentlich, slow? Was ist das? Seid ihr hier diese Klimafaschisten? Findet ihr das in Ordnung? Ich meine, gut, immerhin kleben sie sich nirgendwo an, aber sie steuern vielleicht den Luftverkehr oder sowas. Was ist jetzt hier? Guck mal, was ist jetzt hier? Wo ist jetzt, wo ist es? Wo ist es? Seht ihr es? Ich sehe es tatsächlich nicht. Wo ist der, was? Ein Tor fehlt noch. Dein fucking Ernst, ey. Wow. Man mag das hier wirklich auf die Spitze treiben, ne? Ja, klar, es gibt immer Fortschritt, aber normalerweise heißt es ja, ja. Wenn jemand dir den Finger reicht, nimm nicht die ganze Hand. Aber hier denke ich mir so, okay, du hast mir jetzt den Finger gereicht. Da bleibt doch nur noch die Hand ohne Finger übrig. Der Stummel da. Da kannst du mir auch den Rest geben, mal ganz im Ernst. Was lässt du mich denn hier verhungern? Und nein, da habe ich den habe ich wieder nicht mitgenommen. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder... Das sind ja auch zwei. Und da... ja. Junge. Okay, so. Dann habe ich hier noch einen. Baumeli-Bu, du stirbst und du stirbst. Ja, trotzdem, ja, ja, ist,
gleich geblieben, zeittechnisch. So. Also, dann nehme ich mal das Tor hier mit und das. Das hier habe ich vielleicht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Gut, dann versuchen wir es. Ja, vielleicht ist es auch einfach besser, ja? Wenn man das so lang... Weil es ist trotzdem schwierig hier an der Stelle. So, das sollte jetzt gehen. Und ach so, dann... Ja, dann korreliert das vielleicht auch mit den Toren besser. Denn das wird es wahrscheinlich sein, ne? Hier haben wir dann ein Tor. Aber ja, wo sind jetzt wieder die anderen? Lal. Okay, dann versuche ich nochmal den normalen Weg zu gehen. Ich habe jetzt so viel Zeit. Hier, man hört es ja ein bisschen. Okay. Okay. Ihr scheint nicht so nah aneinander gebaut zu sein, oder? Wetten, ich habe jetzt das Tor gekriegt, welches ich beim letzten Mal nicht gekriegt habe und jetzt... Ah, okay, jetzt, da ist es, alles klar. Wow. Und sogar dann noch so... Trotzdem ich so viel rumgedödelt bin, hatte ich dann noch erschreckend viel Zeit ruhig. Alles klar, ja. Da ist er, der Rekord. Versucht ihn zu toppen oder auch nicht. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Und... Das ist nicht gut, tatsächlich. Seht ihr das? Kann man das sehen? Kann man das? Ich guck mal auf die Aufnahme. Ja, man sieht es. Und ich habe in diesen 6 Folgen, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich habe nach 2 Folgen, glaube ich, mal gespeichert. Okay. Minimier mal den Emulator. Sieht man jetzt was? Nee, man sieht nichts. So, ja. Guti! Das ist doch gut, oder? Das ist doch gut. Das finde ich gut. Das finde ich doch sehr, sehr gut, dass man jetzt hier mich meinen zweistündigen Fortschritts beraubt. Das ist doch feini, würde ich sagen. Das ist doch super feini. Das bedeutet, ich darf das nachspielen. Ja, super, geil. Alles klar. Geil. Okay, wir machen das jetzt mal anders. War ja, muss ich jetzt diesen Safe State laden? Ich habe einfach mal 4 Folgen verloren. Geil. Ja. Ich könnte ja schon wieder die Atombombe zücken. Okay, wir lassen uns jetzt mal nicht unterkriegen, weil ich will heute auf meine 6 Folgen kommen und werden dann jetzt tatsächlich, Alter, und das Backtracking, ne? Das fucking Backtracking, Alter. Es ist Backtracking im Haus und dann gibt's einfach bei dir dreifaches Backtracking, weil du... Ach, das ist ja Wahnsinn, wirklich. Ja, aber, nee, komm, ja, aber die Kletterfähigkeit kann ich mir jetzt trotzdem nochmal... Oh Gott, Alter. Oh Gott. Wenn das jetzt nicht professionell von mir ist, dann weiß ich auch nicht, Alter. Jetzt die Arschbacken zusammenkneifen und jetzt noch irgendwas machen. Ja, lasst uns jetzt mal spontan noch irgendein anderes Level für die übrigen Minuten machen, wenn ich denn jetzt spontan eines finde. Offensichtlich. Ja, was laberst du mich? Ich bringe dich zu einem neuen Tor. Ich könnte dich fragen. Ach so, für die richtig kleinen Behinderten, die nichts finden. Alles klar, ja, wir gehen jetzt hier rein. Wir gehen jetzt hier rein und werden da jetzt einfach noch... Hui, die übrigen Minuten verschwenden. Speicherfehler, Memory Card wurde verändert. Ach, sag an. Sag an, Kollege. Guck mal, da sind wieder unsere Höhli-Menschileinis. Nur haben sie sich jetzt scheinbar ins Eiszeitalter gemacht. Was ist denn mit meiner Memory Card hier los? Erzähl mal. Erzähl mal, Kollege. Ha? Was geht denn da jetzt ab, wenn ich da jetzt hier drauf drücke? Ich bin echt baff, muss ich sagen. Ich bin echt baff. Also hier haben wir 50 und 33. Ja. Oder hat er? Warte mal. Gibt es in diesem Spiel doch Autospeicherfunktionen? Weil dann verlasse ich mal das... Memory Card wurde verändert. Ja, warte, ich starte mal einfach das Spiel nochmal gänzlich neu. Das ist interessant. Durch das neue Aufnahmeprogramm könnt ihr mich jetzt... Durch meine neue Aufnahmetechnik könnt ihr mich hören, ohne jetzt was großartig zu sehen. Das weiß ich gerade nicht, weil wenn der mir das im Spiel sagt,
dann, also ich weiß nicht, ich meine, wir hatten schon mal dieses Problem und ich, dass ich irgendwas nachspielen musste. Es kann ja sein, dass ich dann jetzt vielleicht doch Glück hatte und der irgendwas gespeichert hat. Ich kann das Intro nicht über... ernsthaft nicht? Nee, okay. Ja. Gut, im Endeffekt kommt dann doch nichts mehr in der Folge bei rum, ne? Junge, Junge, man weiß mich wirklich zu demoralisieren. 50% ist nämlich eine ziemliche Menge, muss ich sagen. Das bezog sich bestimmt nicht aufs Level, sondern auf den allgemeinen Fortschritt, oder? So, hier, gut. Hier steht jetzt wieder nur was von 44. Speicherproblematiken. Und Level 1, Speicherplatz 1 ist wieder nicht vorhanden, ne? Ja, ja, gut. Dann nehmen wir die... Moment, wieso ist denn der jetzt in Glimmer? Was passiert denn jetzt hier schon wieder? Ah nee, das sah mir aus wie das erste Level. Ja. Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott, ist das so furchtbar. Ja komm, wir gehen da jetzt rein und hoffen einfach mal, dass wir nicht rein zufällig die Kletterfähigkeit brauchen, ja? Sodass wir dann das Level dann einfach... Ja, aber oh, scheiße, wann soll ich dann nachspielen, wenn wir dann erstmal das Level hier machen? Oh Gott, ey, ist alles so... Jetzt hat er auf jeden Fall gespeichert, ja? Und das Intro kam nicht, also muss das wohl mitgespeichert worden sein. Was ist jetzt, wenn ich den zuerst aufheile? Spyro, die Eiszauberer haben unseren Führer, Shaman Tuk, eingesperrt. Kannst du uns helfen, ihn zu befreien? Er hat unsere Karten für das Hockeyspiel heute im Kolossustal. Ihr kommt von da, ja. Oh Gott, sie haben den Führer eingesperrt. Michael Holzmanns Führer. Ich dachte, ich bin gerade super schlau, indem ich nur... Jetzt ist egal, ne? Der als erstes aufgetaut, oder? Wenn du auf das Katapult steigst, helfen wir dir über die Kluft. Nee. Ja, was auch immer. Ja, hab ich ja gemacht. Dann machen wir hier. Danke dafür. Ist auch ein Level, an welches ich mich absolut null erinnern kann, ne? Fun fucking tastisch, ey. Fun fucking tastisch, dieses abgefuckte Kackspiel, ey. Ne, immerhin habe ich nur nach den ersten zwei Folgen gespeichert, ja. Also, minimal habe ich dann doch ein bisschen was gerettet. Sollst du mir irgendwas zu sagen? Nee, ne? Ihr seid nicht weiblich, aber trotz alledem scheint ihr mich manchmal mit Herzchens zu überschütteln. Wo kamen die eigentlich her? Haben wir mit denen schon mal interagiert? Vielleicht kriegen die ja noch ihr eigenes Level, wo wir dann auf deren Seite sind. Aber für den Moment scheinen sie sehr, sehr... sehr, sehr ungezähmt, ungehobelt zu sein gegenüber den... Höhlenmenschileinis, will ich immer sagen. Ja, sie sind schon ein bisschen weiter, ne? Sie tragen immerhin Klamotten. Sieh her! Wir helfen dir, über die Mauer da zu klettern! Naja, ist okay. Michael Hulzmann und seine Klone. Im Moment. Was genau tut ihr da jetzt? Oh, ey, das ist ziemlich pfiffig eigentlich. Ich habe erst überlegt, ob die jetzt so ein Räuberleiter-Dreieck machen oder so, aber nein, 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 nein. Das ist ja richtig... Ja, die sind... auf jeden Fall fortgeschritten, würde ich sagen. Fortgeschrittener Natur. So, und jetzt bleiben sie auf ewig hängen, obwohl ich schon längst weitergezogen bin. Aber die denken sich so, ja, kann ja sein, dass er nochmal wiederkommt. Wow, was ist denn das für ein Vieh? Hat sich da eine Ratte mit einem Bohrer gepaart? Hat sich hinten in den Arsch geschoben, ist vorne wieder rausgekommen und dann hat sich als Schnabel entpuppt oder irgendwie sowas. Junge, Junge, das ist ja... Oder ja, das könnte auch ein Hase sein. Ja, klingt auch so, ne? Ich bin nämlich tagtäglich auf Hasenjagd. Jage natürlich in erster Linie Bugs Bunny, aber... da kommt dann natürlich der ein oder andere Hase bei rum, der dann, ja, versucht Bugs Bunny zu verteidigen oder zu imitieren, damit ich ihn nicht erwische. Und ja, da schlage ich gerne drauf ein und deswegen weiß ich, wie es klingt, wenn Hasen leiden. Oh Gott, ey. Ja, da kam ich her, ne? Warte mal. Ja, oh, warte mal. Dich habe ich nicht getötet? Ich wollte jetzt... Geh mal sicherheitshalber nochmal zurück, um mir so ein bisschen Leben zu holen. Man kann ja nie wissen. Ja, ich weiß, den Geldsack da. Ne, den müssen wir wieder bespaßen. Ist hier unten... Ne, das ist das böse Grütze, würde ich sagen.
ganz, ganz böse Grütze. Die ist nicht so feiny. So, hier, ja. Warte mal. Kriege ich jetzt vielleicht Rabatt, weil ich dich so indirekt gerettet habe vor ihm? Hallo, Spyro. Ich könnte es einrichten, dass du diese Brücke für ein, kleines Entgelt überqueren darfst. Ja, ja, solange es nicht eine monatliche Gebühr ist, 200. Danke, Spyro. Jetzt kann ich dieses Häuschen in Hurrikus kaufen, das ich schon so lange haben wollte. Geh über die Brücke. Hurrikus, war das nicht dieses Level mit dem Gewitter? Welches Haus er wohl meinte, wie auch immer er das tut, ne? Ja, im Endeffekt hat er irgendwo irgendwelche Knöpfe gedrückt und verkauft mir den Scheiß immer als sein Werk. Der gute, gute Geldsack, er enttäuscht doch nie, würde ich sagen. Er enttäuscht auf jeden Fall weniger als die Abstürze des Spiels, würde ich sagen. Alter, Alter, ey. Das tut so weh. Naja, ich hoffe, ihr könnt es schätzen, respektieren, dass ich hier versuche, noch positive letzte Minuten zu verbreiten. So, du... Oh, 15. Wie viel haben wir denn getötet? Das ist immer die Select-Taste. Ja, es, dieser fucking Controller hat ja eigentlich keine Select-Taste. Mir ist eigentlich die Share-Taste, die ich hier drücke. Ihr seht gefährlich aus. Eine Mischung aus Tekken und Wackelpudding gepaart mit einem bisschen Monster-AG vielleicht. Ja, hi. Die ganze Gegend hier ist mit diesen Krabbelkäfern verseucht. Du könntest uns helfen, sie zu verjagen, wenn du fliegen könntest. Der gute Konjunktiv. Ja, wenn ich könnte. Aber ich kann nicht. Das so als Drache kann ich nur temporär tatsächlich. Genauso wie auch diese speziellen Feuerfähigkeiten und so weiter. Dieses richtige, heftige Magma-Schießen und so weiter. Alles nur temporärer Kram, ne? Junge, Junge, Junge. Wäre ich doch einfach keine Missgeburt. Wäre ich doch einfach so wie alle anderen. Dann wäre das Leben einfacher. Ja gut. Reden wir jetzt von Spyro oder von mir? Oh Gott. Nee, was mich angeht, seid ihr ja die Missgeburten da draußen. Ich bin ja der normal auf die Welt gekommen ist. Oh, 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 warte. Ich wollte ja auch eigentlich gleiten, aber das hat eben nicht so gut funktioniert. So. Wäre doch auch schon wieder fast schief gegangen, aber glücklicherweise hat man ja 1000 Lebenspunkte in diesem Spiel. Dementsprechend scheidet es ja nicht so sehr. Ist jetzt nicht wirklich direkt meine Aufgabe, sie zu penetrieren. Einfach hier durchkommen und ah ja. Genau, er hat es ja gesagt, wenn ich fliegen könnte. Oh Gott, das ist ja auch wieder leichtes Backtracking, ne? Muss sie jetzt hier penetrieren, damit ich die Flugfähigkeit dahin freischalten kann, damit ich wieder nach vorne fliegen kann. Warte mal. War ich hier nicht schon mal? Respawnt ihr irgendwie? Oder was geht jetzt hier ab? Ja, dann zählt ihr ja gar nicht, ne? Oder? Warte mal, wenn ich mich jetzt hier umdrehe? Nee. Komisch. Verstehe ich nicht, aber okay. Immerhin habe ich jetzt wieder ein Leben gekriegt und... Ja, der spuckt die raus, alles klar. Ja, guck. Brauchen wir noch 15, das ist jetzt hier definitiv nicht richtig. Und da habe ich, glaube ich, auch schon... Ja, es macht keinen Sinn. Die kommen einfach wieder. Gut, viva la vida. Dann... Was mache ich denn jetzt? Da oben geht's weiter. Ah, natürlich falle ich wieder runter. Ja, da ist das Portal. Der intergalaktische Fahrstuhl. So, die da hinten würde mir Lebensenergie geben. Ich suche aber eher nach Sachen, die ich weiter töten kann. Ah, da hinten sind weitere Rattenbohrer. Wenn der Nachbar einfach mal wieder bohrt, ist das auch so eine Ratte, würde ich sagen. So, hier Leben. Richtiges, kuscheliges Leben. Ja, ich habe mich gerade so gefragt, 13 hatte ich nicht mal wenig. Ja, ich meine, ich hatte mal 10 oder 11 oder so. Aber das wurde ja schätzungsweise auch nicht mitgespeichert. Ja, die können wir doch mitnehmen. Wir können potenziell mal schauen, ob wir da vielleicht baden können. Kann ja sein, dass da dann darunter auch wieder Edelsteine versteckt sind. Ah, ne, das scheint eine Spur zu kalt zu sein.
für den lieben Spyroliney. Du stirbst und du stirbst und im Moment Gefängnis. Ach ja, der Typ, da wird dann noch das... Der wird natürlich vorbei sein. Hier gibt's wieder schöne... Gibt's da Edelsteine? Ja? Wow. Das war ja schon fast Madroschka-Style, ey. Weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten. Ein Geschenk in einem Geschenk. Ja, ein Geschenk in einer Bombe natürlich. Kann ich dich denn jetzt hier einfach freiäumseln? Geht das? Nee. Da brauche ich dann... Ja, ach ja, den werde ich da wohl... runter... Ja? Ganz normal? Geht das, oder? Ja, wahrscheinlich brauche ich die Hilfe von den anderen. Muss ich mit euch reden? Ja. Danke, Spyro! Halt dich kurz gut fest und zieh nach unten! Aber nur kurz. Sicher, dass es okay ist, wenn ich auf den Boden gucke? Ja, die wollen nicht, dass ich sehe, wie hart die cheaten. Ne? Guckt euch an, wie hoch die springen können, ey. Stellt euch mal vor, ich könnte das. Wie gesagt, stellt euch vor, ich wäre keine Missgeburt und könnte tatsächlich was in diesem Spiel. Ui. Es hätte auch schief gehen können. Au! Man sollte doch erwarten, dass die Jungs mich hier rausholen könnten, ohne mir einen tonnenschweren Schneeball auf den Kopf zu rollen. Hier, nimm diesen Kristall. Ich habe ihn gegen Hockeykarten getauscht. Genau, das meine ich doch. Gegen Hockey... Ja, guter Deal, würde ich sagen, ne? Das Hockey-Event, es ist einmalig, doch dieser Kristall währt ewig. Ist ja auch so meine Philosophie, mein Gusto lieber Wertgegenstände als Urlaubsreise. Das hält einfach länger, aber Erinnerungen sind natürlich auch sehr, sehr wertvoll. Nun gut, Leute, da würde ich aber mal sagen, was das für heute für ein Let's Play Spyro 2. Ja, das war es wahrscheinlich grundsätzlich erstmal mit meinem Leben. Danach erstmal die Pulsadern aufschlitzen, würde ich mal sagen. Und zack, YouTube sperrt direkt dieses Video, weil ich das gesagt habe. Ja, Kontext. Ich sag's mal wieder gerne, Kontext. Kostabo-Tube, ganz, ganz ruhig. Ja. Das Ding mit dem Portal ist ja... Wird es gespeichert oder nicht? Das ist die großartige, großartige Frage, weil dann... Das lässt mir nämlich keine Ruhe. Ich würde es jetzt tatsächlich wirklich mal riskieren und aus diesem Level rausgehen und dann wirklich den ganzen Scheiß, den wir ja jetzt eigentlich schon gemacht haben, jetzt still und heimlich nachspielen, weil das geht ja nicht, Leute, das geht ja nicht. Und der springt auch noch hinterher. Schöne Sequenz. Ne, ich kann ja... Alter. Schon wieder? Ist schon wieder passiert. Cool. Seht ihr das Error jetzt vielleicht auch hier auf meinem... Ne, seht ihr nicht. Ich hab sogar eine Fehlermeldung. Ja. Hey. Alter. Warte mal, das seht ihr, oder? Ich guck mal nochmal. Ja, das ist doch, falls ihr das gerade abends schaut. Also wenn das nicht Horrormaterial ist, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was mit diesem Spiel los ist, ne? Es gibt ja, ich weiß, bei Spyro 3 gibt es eine Art Kopierschutz. Da muss man dann aufpassen, dass man nicht die, dass man nicht eine bestimmte Version runterlädt, weil die dich nämlich kurz vor dem letzten Level oder so dann deinen Spielstand korrumpiert oder so, weil du zur Strafe eben halt, weil du eine Raubkopie spielst. Das hier, das wirkt ja jetzt eigentlich auch schon fast so, ne? Weil das ist ja, ja, es ist jetzt zweimal hintereinander beim Verlassen eines Levels geschehen, was man ja durchaus verhindern kann, ja. Man kann ja das Level auch so verlassen. Ja, aber das ist ja krass. Dann kann ich also das, was ich gerade eben auch nochmal gemacht habe, nochmal spielen. Ja, das so wird einfach hier meine Motivation belohnt, ja. Also an und für sich nach diesem Verlust, dass ich da überhaupt weitergespielt habe, das fand ich war schon groß von mir. Und dann kriege ich jetzt einfach noch eine oben drauf. Immer weiter, ja. Gut, sehen wir es sportlich und damit meine ich, dass ich jetzt wie gesagt gleich Amok laufen werde. Ihr könnt ja euch den Tag merken. 6.7. Es ist jetzt kurz vor 20 Uhr. Ne? Wenn ihr dann irgendwie
das Video wird ja wahrscheinlich mit einem Monat Verzögerung kommen oder so. Wenn ihr dann irgendwie in der Zeitung mal gehört habt, ja, hier am 6.7. ist das und das passiert und so weiter, ja, das nehme ich dann auf meine Kappe natürlich. Sagt dem Richter dann einfach, ja, guck mal hier, ja, ist dir das schon mal vorgekommen? Und dann wird der Richter sagen, ah, ja, ja, nee, nee, ich weiß, ich habe ja auch so einen YouTube-Channel und mir ist dasselbe passiert. Und dann wird der Richter mich einfach freisprechen, ja. Also, dann werde ich jetzt einfach für die nächste Aufnahme das alles nochmal nachspielen und dann werden wir hoffentlich richtig paranoid sein und alle 5 Minuten einen verfickten Save-State machen und notfalls die Level einfach gar nicht mehr normal verlassen, ja. Stellt euch das bitte vor, versucht euch das vorzustellen, wie ich das jetzt alles nochmal spielen muss. Bitte leidet mental, ich werde es euch nicht zeigen, das macht überhaupt gar keinen Sinn, aber ich hoffe, ihr seid im Geiste bei mir. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.